La fiaba di Hänsel e Gretel. Das Märchen von Hänsel und Gretel. Esso era una volta una boscaiolo famiglia. Es war einmal eine Holzfällerfamilie. Il padre, der Vater, la matrigna, die Stiefmutter, il ragazzo Hänsel, der junge Hänsel, e la ragazza Gretel. Und das Mädchen Gretel. Loro erano molto molto poveri. Sie waren sehr sehr arm. I ragazzi avevano fame. Die Kinder hatten Hunger. Ma i genitori avevano nulla. Aber die Eltern hatten nichts. Solo un residuo pane. Nur einen Rest Brot. Un giorno andarono loro con Hänsel e Gretel nel bosco. Eines Tages gingen sie mit Hänsel und Gretel in den Wald. Hänsel raccoglie pietre su e mette l'oro in sua tasca. Hänsel sammelte Steine auf und steckte sie in seine Tasche. Lui posizionò le pietre dietro se stesso sulla strada. Er legte die Steine hinter sich auf den Weg. I bambini erano stanchi e misero loro dormire. Die Kinder wurden müde und legten sich schlafen. E il padre e la matrigna andarono via. Und der Vater und die Stiefmutter gingen weg. Al che Hänsel e Gretel svegliarono, era esso notte. Als Hänsel und Gretel aufwachten, war es Nacht. Esso era buio e freddo. I bambini avevano paura. Es war dunkel und kalt. Die Kinder hatten Angst. Hänsel dice: "Vieni, Gretel, noi seguiamo le pietre." Hänsel sagte: "Komm, Gretel, wir folgen den Steinen." E loro seguirono le pietre e verso casa. Und sie folgten den Steinen bis nach Hause. Tuttavia, la famiglia era sempre più povera. Doch die Familie war immer noch arm. I bambini avevano fame, ma i genitori avevano nulla. Solo un residuo pane. Die Kinder hatten Hunger, aber die Eltern hatten nichts. Nur einen Rest Brot. E così andarono loro ancora con Hänsel e Gretel nel bosco. Und so gingen sie wieder mit Hänsel und Gretel in den Wald. Questa volta posiziona Hänsel pangrattato dietro sé sulla strada. Diesmal legte Hänsel Brotkrumen hinter sich auf den Weg. Ma gli uccelli divorare il tutto, pane su. Doch die Vögel fraßen das ganze Brot auf. Fressen, auf, è un verbo composto. Auf fressen, su mangiare. Per dire divorare. Hänsel e Gretel persero se stessi in bosco. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Esso era buio e freddo e loro avevano paura. Es war dunkel und kalt und sie hatten Angst. Quando arrivarono loro a una casa. Una casa di pan pepato. Da kamen sie an ein Haus, ein Pfefferkuchenhaus. E loro cominciarono subito a mangiare. Hänsel und Gretel hatten Hunger und sie fingen sofort an zu essen. Confetti, pan pepato, marzapane e cioccolata. Delizioso. Bonbons, Pfefferkuchen, Marzipan und Schokolade. Lecker!
Ma chi viveva nella casa di Pampepato? La strega. Doch wer wohnte in dem Pfefferkuchenhaus? Die Hexe. La strega imprigionò i bambini e voleva loro mangiare. Die Hexe sperrte die Kinder ein und wollte sie essen. Io vorrò i bambini mangiare. He he he. Ich werde die Kinder essen. Per primo voleva lei Hänsel cucinare. Als erstes wollte sie Hänsel kochen. Gretel aveva paura per Hänsel. Gretel hat Angst um Hänsel. Ma Gretel era coraggiosa e forte. Doch Gretel war mutig und stark. Lei salvò Hänsel e spinse la strega nel forno. Sie rettete Hänsel und schubste die Hexe in den Ofen. Veloci corsero loro alla casa e incontrarono lì loro padre. Schnell rannten sie aus dem Haus und trafen dort ihren Vater. Hänsel e Gretel e il padre furono felici. Hänsel und Gretel und der Vater waren froh. E se loro non morti sono, dunque vivono loro ancora oggi. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.